Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich kann gar nicht so genau beschreiben, was wir heute machen. Letztendlich geht es darum, dass ich meinen Senf dazu gebe, because I like to do this. Ich bin aber auch schon ein bisschen spät zur Party, denn ich sag, wie es ist. Ich glaube, dieses Survey kam schon letzte Woche. Letztendlich ist ein Survey halt so eine Umfrage, damit die Ersteller von Sims zum Beispiel wissen, was wollen die Spieler eigentlich sehen in der Zukunft. Und darüber würde ich jetzt gerne heute reden. Ja, zunächst wurde man halt gefragt, ja, was muss ein Pack dann irgendwie haben, damit man das kauft, bla bla bla, ne? The usual stuff. Dann ist es halt so die Frage, ja, ne, sind da irgendwie Packs interessant, die auf bestimmte Life-Stages fokussiert sind? Also zum Beispiel Kind oder Teenager oder Senior zum Beispiel. Aber dann wird es nämlich interessant, denn sie haben ein paar Ideen für Erweiterungspacks vorgestellt. Und ein paar davon sind schon ziemlich cool. Letztendlich bin ich ja sowieso immer sehr bereit für eigentlich fast alles. Aber wie gesagt, ich gebe jetzt meinen Senf dazu zu deren Ideen. Also das erste Erweiterungspack, da geht es dann irgendwie um Ozeane und Abenteuer steht da so. Man kann dann tauchen und Schätze finden. Und so wie es sich rausliest, soll es dann wohl auch Hausboote geben und sowas. Ich finde an sich die Idee voll cool, weil gerade auch so Hausboote und so ist halt übel cool. Es gibt dann immer so ein bisschen Sims 3 Vibes, ne? Aber ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob es so cool wäre, das als neues Erweiterungspack zu machen. Weil eigentlich ist das ja genau das, was Sims 4 Inselleben hätte sein sollen. Und irgendwie, imagine, ihr habt halt irgendwie 80 Euro letztendlich ausgegeben, damit ihr halt so eine vollwertige Strand-Experience habt. Weiß ich jetzt, die hier ist irgendwie ein bisschen viel. Ich würde mich, wie gesagt, trotzdem freuen, gerade weil, keine Ahnung, wenn das jetzt irgendwie eine Idee ist, dann kommt das ja frühestens irgendwie in 3 Jahren oder so. Das heißt, dazwischen wären dann ja fast 10 Jahre zwischen Sims 4 Inselleben und dem. Es wäre dann schon irgendwie okay, irgendwie. Aber trotzdem, weiß ich, ich bin nicht so 100% into it. Die Features an sich würden mich aber trotzdem interessieren. Das zweite Pack fand ich sehr interessant. Da habe ich aber keine Ahnung, wie sie das umsetzen wollen. Denn es geht irgendwie darum, dass man eben so ein Vanlife leben kann. Es wirkt so ein bisschen so, als hätte man dann keinen festen Wohnsitz unbedingt. Was sehr interessant ist für Storytelling oder sowas. Aber wie gesagt, ich bin da ein bisschen verwirrt darüber, wie sie das umsetzen möchten, weil Sims 4 ist halt eben, ja, nicht mal semi-Open World. Es ist halt gar nicht Open World, sagen wir es mal so. Deswegen verwirrt es mich so ein bisschen, weil dieses Van-Leben müsste ja eigentlich in so einem Open-World-Setting stattfinden, zumindest semi-Open-World. Und so ist es halt so ein bisschen wild, glaube ich. Wie gesagt, spannend fände ich es aber auf jeden Fall trotzdem. Expansion Pack 3 hat mich komplett aus den Socken gehauen. Nicht, weil ich es unbedingt so toll finde und unbedingt wollen würde, aber ihre Idee ist, ein Apokalypse-Pack rauszubringen. Ich weiß nicht, inwiefern das irgendwie in Sims 4 Happy Life Leben Simulator reinpasst. Aber irgendwie wäre es auch ein bisschen cool. Ich sag, wie es ist. Ich habe keine Ahnung, wie irgendwie Survival und Strategie-Elemente irgendwie in irgendeiner Form in Sims 4 umsetzbar wären. Und wie wild es wäre, wenn alle Welten so Happy Family sind. Und dann kommt so diese Stadt, die so komplett Apokalypse ist. Fände ich sehr wild. Es wäre auf jeden Fall mal was anderes. Bei der vierten Erweiterung bin ich auch so ein bisschen zwiegespalten, weil letztendlich geht es darum, irgendwie so prähistorische Orte irgendwie auszukundschaften und halt auch so Fossile und sowas zu finden. Aber irgendwie, ich sag, wie es ist, so in gewisser Weise haben wir sowas ja auch schon mit Dschungelabenteuer, mit der Archäologiefähigkeit. Deswegen bin ich jetzt irgendwie nicht so ganz hooked. Also da steht ja auch irgendwas von Abenteuercamp und so und das könnte vielleicht ganz interessant sein, aber da müsste man irgendwie mehr zu wissen. Aber wenn es rein so hauptsächlich fokussiert ist auf so eben dieses Archäologische, dann, wie gesagt, haben wir das halt schon im Spiel als Gameplay-Pack. Ich sehe jetzt nicht, dass das irgendwie wirklich eine Sache ist, die wir dann kriegen werden, weil ich glaube auch nicht, dass so viele Leute daran interessiert sein werden, weil es ist wahrscheinlich offensichtlich, dass sie das nehmen, was am meisten irgendwie
wofür gewotet wurde, ja, was irgendwie auch wirklich interessant ist für die Spieler. Zum Beispiel Snowy Escape ist ja auch so eine Sache, die sie hauptsächlich ja dann wahrscheinlich gemacht haben, weil es eben in einer Umfrage mal sehr hoch gewotet wurde. Und da waren ja dann auch Fragen wie, hey, welche Aktivitäten im Schnee fändest du besonders interessant zu sehen, bla bla bla, ne, sowas war ja. Das fünfte Erweiterungspack ist schon wieder absolut wild. Also sie haben auf jeden Fall richtig krass gebrainstormt. Ich sag, wie es ist. Denn es geht um Cyberpunk, aka sehr futuristische Welt etc. Super interessant. Gibt mir vom Lesen auf jeden Fall so ein bisschen Into the Future Vibes. Nur, dass man halt nicht durch die Zeit reist, sondern anscheinend diese Stadt einfach sehr futuristisch ist. Fände ich sehr interessant. Also da geht es dann auch so um Roboter und keine Ahnung. Und I like it. Ist mal wieder auch was ganz anderes und so. Aber ich finde, das passt irgendwie trotzdem so damit rein. I don't know. Das finde ich auch absolut wild, das sechste. Es geht irgendwie so um kriminell und so von wegen, ja, wir sind bei den Gesetzen. Und dann steht hier irgendwas von Mafia und Crime-Fighting-Heroes. Darunter kann ich mir ehrlich gesagt gar nichts vorstellen. So, wollen wir jetzt irgendwie Marvel nachstellen? Was ist hier los? Es macht mich fertig. Das wäre auch absolut, glaube ich, gar nichts für mich. Aber die Idee an sich finde ich trotzdem irgendwie interessant. Wie gesagt, also sie haben absolut krasses Brainstorming betrieben. Das sind alles Ideen, auf die wäre ich so nicht gekommen. Das siebte Erweiterungspack, also die Idee dazu, ist eben, dass man fokussiert ist auf Kinder, also mit neuen Hobbys und Aktivitäten zum Beispiel, dass sie neue Fähigkeiten haben, dass sie einfach mehr so zu tun haben. Fände ich sehr cool, wenn ich ehrlich bin. Ich bin ja sowieso so ein Familien-Girlie und ich habe manchmal das Gefühl, dass ich eben nicht so viel mit meinen Kinder-Sims machen kann. Und wenn man eben einfach mehr Möglichkeiten hat, also ich bin da sowieso immer für zu haben. Die achte Erweiterung inspiriert sich so ein bisschen an den 80ern und 90ern. Da gibt es dann wohl so Malls und so mehr Freelance-Karrieren. So Aktivitäten, die halt irgendwie mehr so eine Rolle gespielt haben, eben in der Zeit, die ich gerade genannt habe. Dann sind da so Sachen, die hier so aufgelistet sind wie, oh, Festnetztelefone und Rollschuhe kann man fahren. Was ich sehr cool finde, dass man halt dann auch selber der Postbote sein kann zum Beispiel. Finde ich irgendwie interessant, aber ich weiß nicht, ob es so unbedingt so richtig reinpassen würde. Weißt du, es war cool, irgendwie so, ich sag mal, retrospektiv draufzuschauen, wie das Leben halt so in der Zeit aussah. Aber wie würde man das modern umsetzen, ist halt die Frage. Lustig wäre es aber allemal, ich sag, wie es ist. Und die neunte Erweiterung, die hier vorgestellt wird, erinnert mich an Sims Mittelalter. Denn wir können quasi ein Monarch werden und quasi über eine sehr reiche Welt herrschen. Das fände ich absolut wild. Aber ich sag, wie es ist, ich würde lieber neues Sims Mittelalter haben, als dass es irgendwie ins Spiel so reingebracht wird. Weil ich finde es nicht so realistisch, dass man in dem Spiel auf einmal einfach so König wird oder so. Sehe ich jetzt einfach nicht so. Aber ich weiß auch, dass einige Leute ja auch gerne so Schlösser und Burgen und sowas bauen. Und dafür wäre das natürlich ziemlich cool. Dann haben sie so ein paar Sachen so nachgefragt. Dies, das, was wollt ihr sehen? Habt ihr vielleicht irgendwie eine Idee? Das ist vielleicht auch reich, wenn man Custom-Content zu bestimmten Themen runterladen würde. Bla bla bla. Und sehr interessant war auch noch, dass sie so ein bisschen gefragt haben, was sie so für Features sehen wollen. Sie haben zum Beispiel auch gefragt, ob man vielleicht die Möglichkeit haben wollen würde, eine eigene Welt oder Nachbarschaft irgendwie bauen zu können. Und ich sag, wie es ist, es wäre super cool, wenn man dann so auch so Custom-Welten oder so einfach runterladen könnte zusätzlich. Einfach um mehr Wohnorte haben zu können. Ich würde es lieben. Das ist tatsächlich dann auch schon alles, was ich dazu zu sagen habe, denn mehr gab es dann dazu auch gar nicht. Ich finde es auf jeden Fall super spannend. Ich finde auch fast alle Packs in irgendeiner Form interessant von dem, was sie sein sollen. Nur ich bin halt immer so dieser Mensch, der sich fragt, okay, inwiefern kann man das wirklich umsetzen mit der Art und Weise, wie Sims gerade ist. Persönlich am interessantesten fände ich aber tatsächlich, glaube ich, diese Cyberpunk-Welt oder dieses Vanlife. Mal schauen, was die Zukunft so für uns bereithält. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, welches Pack fändet ihr am interessantesten. Und dann würde ich jetzt hier das Video beenden tatsächlich. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ich hier mal so ein bisschen rumgelabert habe. Und wir sehen uns dann bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!